Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Time Out, den Teufelskanal der Roten Teufel Bad Nauheim. Mit dem Heimspiel in der DL2 am Freitag, den 17. Januar 2014, hieß es EC Bad Nauheim gegen die Eispiraten aus Krimmitschau, die bereits 15 Zähler Rückstand auf einen Playoff-Platz haben. Also hier im Kölner-Stadion unbedingt etwas reißen müssen, um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Und die Roten Teufel ihrerseits, sie kämpfen ja noch um die Playoff-Teilnahme. 4 Punkte hinten, sie brauchten natürlich einen Sieg. Und dementsprechend ging es auch gleich los in diesem Match. Viel Körpereinsatz, der Unparteiische ließ einiges laufen auf beiden Seiten. Viel Kampf, viel Engagement auf beiden Seiten, beider Mannschaften. Auch hier wieder ein Check gegen Kyle Helms, wird nicht geahndet. Der Referee ließ es, wie gesagt, laufen. Es war auch nicht allzu unfair, denn es stand ja auch einiges hier auf dem Spiel. Also vom Schiedsrichter eigentlich eine gute Entscheidung. Aber die Roten Teufel, sie brauchten ein bisschen, denn dieser Einsatz der Krimmitschauer, damit hatte man vielleicht nicht unbedingt gerechnet. Aber so ab der 4., 5. Minute, da bekam man das Spielgeschehen so ein bisschen in den Griff. Und dann seinerseits auch eine Überzahlmöglichkeit. Die Strafe hier angezeigt. Harry Lange mit dem Schuss knapp vorbei und Sebastian Albrecht dann auch zur Stelle. Die Strafzeit gegen Krimmitschau verpuffte ergebnislos. 10. Minute dann Markus Götz draußen, 2 Mann weniger. Also einige Strafzeiten auf beiden Seiten. Hier auch wieder jetzt angezeigt gegen Matt Beka, der Mann mit dem goldenen Helm, der ja als Topscorer Taylor Carnevale hier vertrat. Unter anderem ja auch Chris Hyde und Danny Ringwald nicht mit dabei. Die 3 Langzeitverletzten nicht mit im Kader. Tja, und dann eigentlich die erste Chance von Krimmitschau. Max Campbell hält einfach mal drauf. 12. Minute, ein platzierter Schuss. Und da ist Jan Guritscher eiskalt erwischt worden. Der 2. Topscorer zusammen mit Harrison Reed. Die haben ja fast die Hälfte aller Krimmitschauer Tore geschossen. Aber direkt im Gegenzug Michael Dorr. Das haben wir ja zuletzt gesehen, dass er aus einer solchen Situation mit der Rückhand das Tor machen kann. Hier verfehlte er Riesengelegenheit gleich auf den Ausgleich. Bad Nauheim blieb am Drücker, hatte die größten Spielanteile, vor allem in der zweiten Hälfte dieses ersten Abschnittes. Und Sebastian Albrecht musste da alles aufbieten, um seinem Team die knappe Führung zu erhalten. Dann aber eine Szene von Matt Beka auf Kyle Helms und er hält den Schläger rein. 50. Minute Ausgleich. Völlig verdient dieses Tor. Sehr schön, wie Matt Beka da wieder auf der rechten Seite reingeht. Das haben wir auch schon oft gesehen. Und dann dieser Pass in die Mitte. Und da steht entweder ein Michael Dorr oder ein Kyle Helms in diesem Fall. Und er hält die Kelle hin. 1:1 Ausgleich. Unhaltbar für Sebastian Albrecht. Nochmal Schrecksekunde. 18. Minute. Gunkel mit diesem Drehschuss an den Pfosten. Von hinter dem Tor den Bauerntrick probiert. Glücklich also für den EC, aber unter dem Strich verdient 1:1 nach den ersten 20 Minuten. Rein in den Mittelabschnitt. Dort erneut gleich Strafzeit nach dieser Szene. Gurcha hat die Scheibe. Eigentlich nicht viel passiert. Da geht die Aktion hier von Schietzold aus gegen Daniel Ketter, aber beide bekommen die Strafzeiten. Vielleicht ein bisschen übertrieben, hier auch zu sehen, die Reaktion von Daniel Ketter. Gleich nächste Szene. Bulli natürlich jetzt auf der Gegenseite. Auch ein hoher Stock von Daniel Opolzer gepfiffen. Das, was der Referee im ersten Abschnitt laufen ließ, das pfiff er jetzt im zweiten Drittel. 4:3 Powerplay für die Gäste, also viel Platz auf dem Eis. Und jetzt kamen die Minuten des Jan Guritscher, der immer wieder zur Stelle war. Wie eine Krake hielt er sein Tor hier sauber. Hier natürlich auch das Glück des Tüchtigen, dass die Scheibe nur knapp am Pfosten vorbeigeht. Starke Szenen der Krimmitschauer in diesem Powerplay. Und immer wieder Jan Guritscher. Er hält seinem Team das Unentschieden. Und jetzt hat die Scheibe fest. Jetzt Beruhigung im Spiel. Also ganz tolle Szenen vom Torhüter, vom Neuzugang des EC Bad Nauheim, des Eigengewächs, der ja 10 Jahre lang in den Ligen unterwegs war. Und dann wieder der EC Bad Nauheim, gerade wieder komplett. Da geht es in die andere Richtung, aber nicht weniger intensiv dieses Spiel. Von dem Kasten von Albrecht einiges an Aufregung und eine Strafzeit gegen die Roten Teufel. Allerdings nicht gegen Reimer persönlich, sondern es war ein falscher Wechsel. 25. Minute. Und wie so oft in der Saison hat man gesehen, mit einem Mann weniger ist der EC konterstark. Patrick Strauch, er setzt nach. Irgendwie die Scheibe hier vom Schlittschuh vom Gegner nach vorne geprallt. Da wehnt Albrecht die Scheibe auf der anderen Seite und Patrick Strauch, der Kapitän, steht dort goldrichtig, schaltet am schnellsten, macht das Tor.
2:1 Führung in der 26. Minute. Ein Shorthander des Kapitäns der Roten Teufel. Natürlich auch ein bisschen glücklich, aber das gehört wie immer auch dazu. Vom Schlittschuh seines Gegenspielers prallt das Ding nach vorne und er ist einfach dann da und macht das Tor. Und dann direkt im Gegenzug. Riesenszene wieder von Jan Guricza. Jetzt war so ziemlich jede Taktik über den Haufen geworfen. Es ging jetzt nur noch in Richtung der beiden Tore. Ein tolles Spiel, viel Tempo, viele Torszenen und vor allen Dingen mehr vor dem Kasten von Sebastian Albrecht. Denn die Roten Teufel wollten das dritte Tor, hier Tor verschoben. Und da stellen wir dem Goalie mal keine Absicht. Und der EC gab weiter Gas, waren genügend Gelegenheiten da, um den Treffer zu markieren. Matt Baker, Michael Dorr. Hier Jean-Marc Monocle von der blauen Linie. Und immer wieder ist es auch der Goalie. Beide Torhüter mit einem tollen Spiel hielten ihrem Team hier hinten die Hütte sauber. Der EC drängt auf das dritte Tor. Harry Lange, super Schussposition. Und immer wieder ist da irgendwie ein Bein, ein Schläger oder ein Schoner dazwischen. Da ärgert sich der Österreicher, dass er hier das Ding nicht macht aus dem Slot. Krivitschau mit einigen Verlegenheitsangriffen, aber Bad Nauheim gefährlich mit Becker. Dieser schöne Pass auf Michael Dorr, aber der kann das nicht annehmen. Die Scheibe hüpft ein bisschen auf dem Eis. Und dann kurz vor der zweiten Pause, 39. Minute, Jean-Marc Monocle draußen. Die Gelegenheit vielleicht für Krivitschau auf den Ausgleich. Wir erinnern uns, Shorthander. 7 Stück hat er mal bislang schon erzielt und da zieht Kyle Helms von rechts mal raus. Albrecht kann die Scheibe nicht festhalten. 3:1. Wieder ein Shorthander, das 8. Unterzahltor der Saison. Das ist Ligaspitze. Die Roten Teufel sind in dieser Disziplin einfach stark. Haben da schnelle Stürmer wie mit Michael Dorr, wie mit Kyle Helms. Und machen das 3:1 ebenfalls in Unterzahl, also vor der zweiten Pause. Tja, vielleicht eine komfortable Führung, möchte man meinen. Ist aber trügerisch, denn nur ein Tor, dann ist mal wieder dran. Drehschuss, Harrison Reed. 45 Sekunden waren gespielt im letzten Drittel. Anschlusstreffer 3:2. Der Topscorer der Westsachsen erzielt den Anschluss. Würden die Krimitschau noch einmal kommen? Die Roten Teufel versuchten das vierte Tor zu machen. Aber Krimitschau machte natürlich immer mehr auf und hatte jetzt auch beide Topscorer in einem Block zusammengestellt. Da wurde es natürlich richtig gefährlich mit Campbell und mit Reed. Weil dieser Schuss hier, ein Riesensave von Jan Guricza. Harrison Reed hatte dann den Ausgleich auf der Kelle. Sporadische Entlastungsangriffe mal bei den Roten Teufeln. Sie sahen sich einigen Angriffswellen der Krimitschauer entgegen. Ab und zu mal ein Entlastungsangriff. Da hieß es vor allem die Scheibe weit weg vom eigenen Tor halten und die Führung vor allen Dingen hier behaupten oder vielleicht mit einem Konter das vierte Tor machen. Und Krimitschau lief so langsam, aber sicher die Zeit weg. Fabian Dahlem nahm eine Auszeit 2 Minuten vor dem regulären Ende. Daniel Heinrici bespricht nochmal, was passiert, wenn Dahlem den Torhüter rausnimmt, der genau jetzt das Eis verlässt. Hier links oben zu sehen. Scheibenverlust bei Krimitschau und Patrick Strauch macht das Empty Net Goal, sein zweites Tor des Abends. 24 Sekunden vor dem Ende, das endgültige K.O. für Krimitschau. 4:2 Sieg des EC Bad Nauheim in einem tollen Spiel, ein kampfbetontes Spiel, wie man es gerne sieht im Kölner Nordstadion für über 2100 Fans an diesem Freitagabend. Die 3 Punkte bleiben also in Bad Nauheim wichtige Zähler im Kampf um die Playoffs. Es ist noch alles möglich und dann nur Sekunden vor dem Ende Kevin Lavely, der ja einige Spiele nicht mit dabei war. Und jetzt seine neue Chance bekommt, wollte sich hier beweisen, wollte zeigen, dass er auch ein natürlich harter Junge ist und nicht, wie ihm ja so einige vorwerfen, ein Schönspieler. Er kann es auch anders. Das hat er hier bewiesen. 4 Sekunden vor dem Ende mit 2:2 + 10. Kam er vergleichsweise noch gut weg. Andere hätten hier vielleicht eine Spieler gegeben, was natürlich keinen großen Unterschied macht in dieser Liga, denn man wird nicht gesperrt nach einer Spieldauerstrafe. Aber er hat gezeigt,
dass er gewillt ist, hier wieder zu alter Form zurückzukehren. Und die ganze Mannschaft hatte das auch bewiesen. Hier zu Hause vor den Fans die 13er eingefahren gegen Krimitschau. Wichtiger Sieg, wie gesagt, im Kampf um die Playoffs. Davon wollen wir gerne mehr sehen. Nicht nur zu Hause, auch wenn es geht auswärts. Und da wird ordentlich hier der Captain nach vorne geschoben. Der sträubt sich ein bisschen. Doppelter Torschütze in diesem Spiel. Patrick Strauch lässt sich natürlich zu Recht feiern. Und mit diesen schönen Bildern wollen wir uns verabschieden. Wir sehen uns mit dem nächsten Video hier. Das nächste Heimspiel am 26. Januar. Der Tag, der Elvis-Tag gegen Bremerhaven. Zu Hause im Kölner Stadion. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut und tschüss.